Kunden dürfen sich bei uns auf jeden Fall, wie auch in den anderen beiden Märkten, auf eine familiäre Atmosphäre freuen. Und wir haben versucht, hier mit dieser riesigen Herausforderung, dieser ganz großen Größe auch, Verkaufsfläche 5500 Quadratmeter, dort Lebensmittel eine etwas andere Bühne zu geben, wie man sie, glaube ich, in Neumünster so noch nicht kennt. Aufgrund der Größe dieses Standortes sind wir jetzt gute 2 Jahre in einer extremen Planungs- und Entwicklungsphase gewesen und haben gesagt, wir wollen bei diesem Standort etwas anders machen, anders auch als vorher, und es den heutigen Kaufgewohnheiten anpassen. Sprich, wir haben uns in der Verkaufsfläche im ersten Drittel der Verkaufsfläche auf das Thema Frische konzentriert. Alle Bedientheken, die Obst- und Gemüseabteilung und eine große Obst- und Gemüse-Bio-Abteilung mit einem Bio-Konzeptmarkt dahinter, Shop-in-Shop, geben das erste Drittel des Marktes und soll somit, sage ich mal, unsere Kompetenzen natürlich noch mal mehr in Szene setzen auch. Betonen soll aber auch die Möglichkeit bieten, aufgrund der Größe trotzdem die Möglichkeit zu haben, schnell und zügig seinen Bedarf an guten Lebensmitteln zu decken und auch schnell wieder los zu sein. Wir haben hier zeitgemäß schon eine andere Struktur dargestellt im Ladenbau, als man das so kennt, und auch gerade von den Sortimenten, dass wir uns im ersten Drittel auf die Frische konzentriert haben und praktisch eine Art Marktplatz geschaffen haben, ein Ort der Begegnung. Wir haben diese Konzepte alle verabschiedet und beauftragt, bevor Corona um die Ecke kam. Das heißt, wir haben und hoffen natürlich auch auf eine Zeit, wo wir uns den Mundschutz dann nicht mehr so regelmäßig umhängen müssen. Und somit haben wir versucht, im Ladenbau und in der Struktur einen Ort der Begegnung zu schaffen. Eine Art Marktplatz. Jeden Tag wie Wochenmarkt. Das ist so unser Slogan. Aufgrund der großen Ladenfläche haben wir die Möglichkeit, sowieso viel Abstand zu halten. Und auch der Kunde hat mehr Möglichkeit, Abstand zu halten. Wir haben an allen drei Haupteingängen des Friesencenters Zähleinheiten eingebaut und dort ist Personal, was den Einlass beschränkt. Das heißt, es gibt eine Maximalgrenze an Kunden, die hier in das Center eingelassen werden, und wir auf unserem Standort haben die Aufgabe, das auch vor Ort zu kontrollieren, was wir tun. Mein Großvater wäre heute sehr stolz auf mich und auf uns. Meine Großmutter ist es. Waren ja eben auch alle hier. Es war für unsere Familie, für die Meyers-Seite in mir, war es eine Ehrensache, dass ich diesen Standort nehme und in Neumünster die 70 Jahre Firmengeschichte auch somit gebührend vertrete.